Wie benutze ich diese Kurve, um vorherzusagen, wie schnell ein Leitungsschutzschalter auslöst? Beispiel 1. Ich habe einen Leitungsschutzschalter Typ B16 Ampere und ich habe einen Fehlerstrom von 32 Ampere. IN von dem Leitungsschutzschalter ist also 16 Ampere und die Auslösecharakteristik ist B. Das heißt, die Auslösecharakteristiken D und C, die kann ich hier schon mal ausblenden. Der Faktor zwischen dem Nennstrom und dem Fehlerstrom ist gerade der Faktor 2. Also ich teile den Fehlerstrom durch den Nennstrom und dann merke ich, es fließt gerade doppelt so viel wie der Nennstrom. Diesen Faktor 2 finde ich in meinem Diagramm hier unten. Und von da aus muss ich jetzt nach oben loten, ja, hier mal mit so einer roten Linie. Und dann sehe ich, es gibt zwei Schnittpunkte, nämlich hier und hier mit der Auslösecharakteristik B. Diese beiden Schnittpunkte, die lote ich jetzt nach links rüber und kann dann dort ablesen, dass zum Beispiel in 15 Sekunden der Leitungsschutzschalter frühestens auslöst. Also T1, die früheste Auslösezeit sind 15 Sekunden. Und man kann auch noch ablesen, dass in 2 Minuten der Leitungsschutzschalter spätestens auslöst. Das heißt, T2, die späteste Auslösezeit, ist 2 Minuten. Das ist das richtige Ergebnis für dieses Beispiel. Also der Leitungsschutzschalter löst frühestens in 15 Sekunden, spätestens aber in 2 Minuten aus. Wie hat die Auslösung jetzt stattgefunden? Da gibt es ja schon ein Video, wo ich prinzipiell mal erkläre, welche Auslösemechanismen so ein Leitungsschutzschalter überhaupt hat. Und das verlinke ich jetzt mal hier. Aber ich zeige es auch gerade in dem Video nochmal. Hier sind die Kurven von der thermischen Auslösung. Ja. Und diese Kurven werden ja jetzt hier geschnitten. Das bedeutet, unser Leitungsschutzschalter hat hier thermisch ausgelöst. So, lieber Niesnutzer, hat dir das Video denn gefallen und hat es dir bei der Prüfungsvorbereitung geholfen? Falls ja, schreib es mir unten in die Kommentare und auch, was genau du gut fandest. Falls nein, schreib es mir auch in die Kommentare und auch, warum nicht. Also los, hau in die Tasten! Wenn du mich dann noch bei meiner Arbeit an diesem Kanal unterstützen willst, ich meine, wie du weißt, mache ich das ja als Hobby, also mich bezahlt keiner dafür, hier ist ein Link für dich. Und jetzt ab an den Schreibtisch zum Lernen. Sportschau gucken gibt ja, wie gesagt, keine Muskeln. Tschüss, bis zum nächsten Mal.